Vorher werden aber noch die Abänderungsanträge, die aus dem Finanzausschuss gekommen sind, behandelt und abgestimmt. Wer spricht sich dafür aus? Den bitte ich um ein Zeichen. Das ist mit Mehrheit so angenommen. Schließlich kommen wir zur Abstimmung über die restlich noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichts. Wer ist dafür? Das ist mit Mehrheit so angenommen. Damit kommen wir gleich zur dritten Lesung. Zustimmung in dritter Lesung. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Hubert Fuchs, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Kostenlawine stoppen, Entlastung für Österreich. Wer ist für diesen Entschließungsantrag? Das ist die Minderheit, abgelehnt. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Karin Doppelbauer, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Aktionsplan für den Ausstieg aus russischem Gas. Wer ist für diesen Entschließungsantrag? Das ist die Minderheit, abgelehnt. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Reinhold Einwallner, Kolleginnen und Kollegen, betreffend umfassende Maßnahmen gegen die Teuerung jetzt. Wer ist für diesen Entschließungsantrag? Das ist die Minderheit, abgelehnt. Damit kommen wir zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 2. Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Transparenzdatenbankgesetz geändert wird, samt Titel und Eingang in 1378 der Beilagen. Wer spricht sich für diesen Gesetzentwurf aus? Den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist mit Mehrheit so angenommen. Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. Zustimmung in dritter Lesung. Der Gesetzentwurf ist mit Mehrheit in dritter Lesung angenommen. Wir kommen zur Abstimmung zum Tagesordnungspunkt 3. Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Energieabgabenvergütungsgesetz geändert wird, samt Titel und Eingang in 1376 der Beilagen. Wer spricht sich für diesen Gesetzentwurf aus? Das ist mit Mehrheit so angenommen. Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 4. Entwurf betreffend Klimabonusgesetz am Titel und Eingang in 1379 der Beilagen. Wer spricht sich für diesen Gesetzentwurf aus? Den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Mehrheit. Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. Zustimmung in dritter Lesung. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen. Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 5. Wir kommen zunächst zur Abstimmung über den Antrag des Finanzausschusses, seinen Bericht 1375 der Beilagen hinsichtlich des Entschließungsantrages 2033 AE zur Kenntnis zu nehmen. Wer stimmt dem zu? Den bitte ich um ein Zeichen. Das ist mit Mehrheit angenommen. Jetzt kommen wir zur Abstimmung über die dem Ausschussbericht 1375 der Beilagen angeschlossene Entschließung betreffend Evaluierung der Wirtschaftshilfen und Lehren aus der Krise. Wer gibt dem die Zustimmung? Das ist mit Mehrheit angenommen. Damit kommen wir zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 6, Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, das Übernahmegesetz und das zentrale Gegenparteienvollzugsgesetz geändert werden, samt Titel und Eingang in 1329 der Beilagen. Wer spricht sich für diesen Gesetzentwurf aus? Den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist einstimmig. So angenommen, kommen wir gleich zur dritten Lesung. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung einstimmig angenommen. Damit kommen wir zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 7. Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das alternative Investmentfondsmanagergesetz, das Bankwesengesetz, das Börsegesetz sowie weitere Gesetze geändert werden in 1364 der Beilagen. Hierzu haben die Abgeordneten Kopf, Jakob Schwarz, Kolleginnen und Kollegen, einen Zusatz- bzw. Abänderungsantrag eingebracht. Ich werde daher zunächst über die vom erwähnten Zusatz- bzw. Abänderungsantrag betroffenen Teile und schließlich über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs abstimmen lassen. Abgeordneter Kopf Jakob Schwarz, Kolleginnen und Kollegen, haben einen Zusatz- bzw. Abänderungsantrag betreffend Artikel 7 und 8 eingebracht. Wer spricht sich dafür aus? Den bitte ich um ein Zeichen.
Das ist mit Mehrheit so angenommen. Schließlich kommen wir zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs samt Titel und Eingang in der Fassung der Regierungsvorlage. Wer spricht sich dafür aus? Das ist mit Mehrheit so angenommen. Wir kommen zur dritten Lesung. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über den Tagesordnungspunkt 8, den Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bewertungsgesetz, das Bodenschätzungsgesetz und das Grundsteuergesetz geändert werden, samt Titel und Eingang in 1363 der Beilagen. Wer dem die Zustimmung gibt, den ersuche ich um ein Zeichen. Das ist die Mehrheit. Wir kommen zur dritten Lesung. Der Gesetzentwurf ist in dritter Lesung mit Mehrheit angenommen.